Grüezi miteinander, herzlich willkommen zum Daily Vlog. Heute fangen wir mit dem an. Das ist ein Eierheber. Dann wollen wir mal Spaghetti kochen, oder? Zuerst die Hände waschen natürlich. Aber das Rezept, ich habe gemeint, es sei vom Jamie Oliver. Und ich haben wir nicht Spaghetti, sondern Spaghetti-Nis. Das sind die dünnen. Spaghettini, das ist jetzt Nummer 2. Das ist ein Knoblauchzinken, das sieht so aus. Ich habe einfach jetzt hier noch 3 so Tomaten, oder? Die sind ein bisschen lediert, seht ihr das. Und das kann man wunderbar wegschneiden und dann hat man noch einen guten Gut. Wir machen Spaghetti mit Fleischbällchen. Also mit Fleischbällchen habe ich jetzt hier 3 Schweinsbratwürste. Fleischbällchen anbraten, nehme ich Schweizer Rapsöl. Und beim Olivenöl ist es halt nach wie vor so, wenn ihr es aufmacht, ein bisschen schüttelt, daran schmeckt, wie frisches Gras. Ein bisschen Rucola, oder? Also noch ein bisschen Rucola. Das ist unsere Zutatenliste, könnt ihr euch abschreiben noch schön. Im Anfang, also wir haben hier einen feuchten Lumpen, oder? Da habe ich jetzt 3 Farben, nämlich den grün für unter das Brett. Also das hier ist das Brett, dann rutscht das nicht so, oder? Zuerst tun sie hier heranlegen und tun sie eigentlich aufschneiden. Da braucht man ein kleines Röstmesser hier. Abziehen. Wirklich die Hände ein bisschen feucht machen, dann nehmen wir hier einfach ein Stückchen von dieser Bratwurst und einfach so drehen. Nicht zu viel Wasser nehmen, sonst spritzt es nachher in den Pfannen, oder? Also das ist auch nicht gut, gerade wenn ich... Dann ein bisschen Öl dabei. Meatballs. Dann mal ein schön einzeln. Gar nicht umrühren am Anfang, sondern einfach mal hier lassen, oder? Ein Tomatenmesser, das ist vom Autobiffenagel, oder? Ein Tomatenmesser. Und mit dem kann ich einfach so etwas mit drauf, auf der Kabel. Ein bisschen verklopfen. Denn wenn das Wasser kocht, müssen wir es gerade salzen. 10 Gramm Salz pro Liter Wasser ist das. Man rechnet pro Person zwischen 80 und 120 Gramm rohe Spaghetti. Und wir nehmen 100 Gramm, weil das sind 4 Leute. Dass der Staub rauskommt. Der nussige Geschmack von dem Rucola passt halt also wirklich sehr gut zu Spaghetti. Da eben die nicht so tollen Tomaten. Also man darf das sagen, die sind nicht ganz so toll. Und dann tun wir die einfach hier noch ein Böbchen rausschneiden. Ein bisschen anbröten schön. Jetzt zuerst den Rucola rein. Das letzte noch. Voilà, dann ist die Soße eigentlich schon fertig. Dann das Wasser salzen. Ich habe jetzt noch 6 Liter Wasser für 400 Gramm Spaghetti. So wie ohne zu brechen. Einfach so. Den Rest dann, oder? Ja, du kannst genau wieder. Das heißt, jetzt kommt der spannende Moment. Machen wir die Mariage. Vorher abschalten und die Spaghetti direkt aus dem Kochwasser. Das ist immer so da. Kann man hier mischen. Es darf auch noch ein bisschen Saft dazukommen, das ist dann eben das Salz. Noch drüber rein. Schön. Das war's auch schon gewesen. Danke fürs Zuschauen und bis gleich. Danke, tschüss und abonnieren nicht vergessen. Das geht weiter. Ne?